Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark the Golden Dodo. Heute mit dabei der Martin. Moin. Der Viper. Hallöchen. Und ich. Wir sind nämlich heute nur zu viert und wir kämpfen heute gegen Destiny. Und ja, mal gucken, wie es so funktioniert. Wir haben jetzt eine Weile Pause gehabt. Wir werden heute mal eine andere, wie gewohnt, eine andere Taktik verfolgen. Bin mal gespannt. So. Ja, der andere durfte jetzt auch natürlich reden. Ey, du hast mich vergessen. Ja, was? Wollte ich gerade sagen. Hab ich dich nicht angesagt? Nee. Nein. Oh, natürlich der Fabi noch. Ich war voll da, voll dabei, dass ich alle gemacht. Sorry. Mach dir nichts. Weil du so vor mir standst, ich war schon voll, dass ich dich genannt habe. Im Fabi-Fieber. Ja. Genau. Fabi und Martin von den Crusadern und Viper und ich von der Crusplay-Bande. Und Destiny sind auf dem Community-Server und ich glaube auch im Raid Wars-Projekt. Nicht zu verwechseln mit Gaming is Your Destiny, das sind zwei verschiedene. Ich habe mich extra vorher nochmal erkundigt. So, wir werden auch jetzt ein bisschen Powerplay machen hier, dass nicht zu viel Gefarme ist. Deswegen werde ich die Folgen auch nicht auseinandercutten. Klar, am Anfang wird es ein bisschen Gefarme sein. Aber, no, gehört dazu. Nein, ich muss mich nochmal töten. Ich hab falsch geskillt. Echt? Ja. Oha. Okay, ich brauche Wood. Trottel hab Gewicht vergessen. Ich brauche eine Foundations. Wo sind sie hin? Da. Genau, Rollen haben wir verteilt. Martin hat sich gekillt. Ich brauche noch Fiber. Viper ist schon gut überladen. Dezent. Das wäre natürlich jetzt Fail, wenn du drüben spawnst, weil dann denken die, wir haben Wollte ich schnell ein Bett bauen? Weiß nicht. Nee, probier einfach. Ich glaube, da bist du jetzt schneller. Mach einfach West 2. Ja, West 2 hat super geklappt. So, okay, ich brauche jetzt nur noch Wood. Und dann baue ich die Foundations. Warte, ich weiß ja was. Wieso, brauchst du nichts? Ich hab zu viel. Okay. So, rüste ich mir die gleich mal aus. Ich bin heute der Foundation-Bauer, damit ich auch mal was anderes mache. Und für euch? Jupp. Ach, du hast ja jetzt einen neuen Charakter, wa? Ja. Okay, ich lade dich schnell mal ein. Zack. Noch nicht, geht noch nicht. So. Okay, Foundations, setz ich. Mal gucken, dass wir hier. So. Dass wir vielleicht gleich von der Foundation aus abbauen können. War ja immer so mein Reden. Okay, ich baue mal Martin nicht ein. So, was brauchen wir? Wood, was sonst? Ja, mal gucken, wie sie spielen. Ich kenne Destiny noch nicht so. Viper, du kennst sie vom Community-Server. Jo, so ein bisschen. Da hatten dann zwar anfangs ein bisschen Startschwierigkeiten, aber ich glaube, mittlerweile sind sie gar nicht mal so schlecht dabei. Okay. Ja, die hatten die Base ziemlich nah bei uns, also ich sag mal, die sind ziemlich stark unterwegs. Ja, hatten auch sie teilweise wurden wohl die ersten drei Tage, glaube ich, 10-mal geraided. Okay. Ja, wenn die neben Crusader bauen, dann kann ich mir vorstellen, dass sie Startschwierigkeiten hatten. Ich weiß gar nicht, ob wir bei denen was gemacht haben. Martin, weißt du da was? Nee, da weiß ich auch nichts. Ich glaube, die Geisters waren da dran. Ich weiß nur, dass die wegen, also dank mir, ein bisschen Glück hatten. Weil ich bin da ein paar Mal rumgerannt, habe halt immer die Spinos abgefarmt, weil ich einen High-Level-Spino wollte. Dann ist bei uns eine blöde Aktion passiert. Wir verrecken alle, ich spawn dort und kriegen die einen High-Level-Spino. Ja, fuck. Okay. So. Ich würde sagen, reicht das von der Breite her erstmal? Ein bisschen lang ist es diesmal, aber. Jetzt ruhig noch ein bisschen größer bauen. Okay. Vor allem, wie viel Wood die brauchen. Verrückt. Viper. Mhm. Kannst du mir ein bisschen Stein kurz herdroppen? Ich gleich wieder. Ja, wenn einer nichts zu tun hat, einfach schreien. Mehr hab ich nicht.
Ah, passt, passt schon, danke. Gotcha. Genau, Viper und Fabi haben das beide noch nicht gespielt. Jo. Aber, ja, ich glaube die Gegner von uns auch nicht, Destiny auch nicht. Ne, sie noch nicht. Hoppala. Sollen wir denn trotzdem jetzt beidseitig bauen, Martin? Wie sonst? Würde ich nicht. Okay. Würde ich auch nicht mal. Brauchst, musst nämlich immer hin und her rennen. Reicht das an Fortschritt oder mehr? Mehr. Und ja. Ich kümmere mich schon mal darum, dass alle brennen. Wir brauchen ziemlich viel Kohle. Nee, Kohle kriegt man. Nee, Kohle musst du herstellen. Kohle musst du sammeln. Nee, kannst du doch sammeln hier in dem Haufen. Echt? Nee, da kann man ja nur Gunpowder sammeln, oder? Ja. Achso. Bin jetzt gar nicht sicher. So, so, jetzt reicht's aber von der Größe. Okay, was soll ich noch craften? Was brauchen wir als nächstes? Motor Pestle, wa? Ja. Ich hab nur eine Foundation, die setze ich jetzt einfach hier sonst wo hin. So, Motor Pestle, was brauchen wir denn? Stein und Heid, alles klar. Material nicht weggeworfen, ne, ruhig dann. Die einfach alles in die Schmisse. Ja. Wer kümmert sich um die Chitin-Rüstung? Soll ich das da machen, oder? Ich kann auch machen. Ach, was mache ich denn? Ich brauche Stein. Könntest dann ja doch noch ein paar Tiere zählen, oder? Oh, das sieht man nicht. Ich habe überlegt, ob wir diesmal Mammuts machen, weil die halten mehr aus, oder? Man braucht halt auch mehr Pfeile. Nimmt sich, glaube ich, nichts. Wo kriege ich jetzt Fiber raus? Aus dem Strauch. Aus dem Bambusstrauch, ja. Neben dem blauen Stein da. Okay. Warte mal, Motorpässe hau ich wieder hier hinten hin. Ich mach wieder rein. Wäre cool, wenn wir dann pro Reihe ein Dings haben. Ich hab da immer diesen Ordnungsfimmel. Aber dann weiß jeder. So, zack. Brauche ich noch? Oh, ich hab Hunger. Bären. Oh nee. Was ich pack in dem Forge ist drinnen. Dafür kann ich aber nichts. Also ich muss die eine wegmachen. Warte, ich nehme die eine weg. Vielleicht kann er dich auch rausboxen. Ja, box. Ja, okay, so geht's. Ja, danke. Ich brauch die Efeu, weil ich muss die da durch. Haben wir noch einen Zugang zu den Ressourcen? Jo. 20 Steine. So. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich mich auf die Primitiv Plus freue. Ah, das ist sicher interessant. Ja. Haben wir schon Mortar und Pestle fürs Bolt Meat? Ich mach kaum Spark Powder. Ja, kannst ruhig reinhauen. Einfach ins hier, was weiß ich, such dir eins aus. Ich nehme jetzt einfach. Hast du eins? Ich nehme die untere. Also, ja, aber eine Reihe, also, bitte. Ja, ja, die untere Reihe. Okay. Könnte auch noch einer mit Metallglocken, ne? Jo, mach ich grad. Mach ich. Gut. Tag. Also dann halt die beiden hier rechts. Die da drüber dann auch noch. Okay. So. Bum 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 bum. Das sollte jetzt reichen, oder? Okay, Spark Powder ist auch durch. So. Aber die Tribes, wo man nicht weiß, wie gut die sind immer am gefährlichsten, finde ich. Das stimmt wohl. Ich weiß noch, bei Dings, da haben wir die auch ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise hätte man nicht gedacht, dass die so schnell rübergerannt kommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das war.
So. Ach, cool. Ich kleide mich schon mal ein. Ja. Das ist mal schon mal wichtig. So, jetzt hat es sich angezogen, oder? Ach, egal. Was brauchen wir noch? Also ich mache jetzt erstmal ein paar Narcotics. Gunpowder brauchen wir noch. Sparkpowder und Kohle. Wieso Gunpowder kannst du doch so gleich herstellen? Stimmt eigentlich. Cementic Paste meinte ich, siehst du, das meinte ich. Stein und Chitin. Stein braucht man voll viel. Gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ja, gleich erstmal ein vernünftiges Werkzeug machen. Ah, bevor wir was vergessen, wir haben noch eine Regel eingeführt im sag mal, ich komme gerade nicht drauf. Von Gande Runde? Genau, im Vergleich zu den anderen Runden, die bis jetzt da waren, die gingen ja immer relativ lange, teilweise manche auch über 2 Stunden, wenn der Gegner sich eingeigelt hat. Wir haben jetzt beschlossen, da die Leute ja uns herausfordern, machen wir einfach die Regel, die Leute haben 2 Stunden Zeit, unseren Dodo zu killen. Und wenn in den 2 Stunden, die es nicht geschafft haben, unseren Dodo zu killen oder wir es geschafft haben, deren zu killen, dann haben wir gewonnen. Einfach damit die sich nicht ewig feiern lassen und ewig Zeit lassen. So, zack, 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 zack. Hab ich eine Lücke gelassen? Ja, sehr schön. Da war's. Kriegt man eigentlich mit der Spitzhacke mehr oder mit der Axt? Bei was? Bei Chitin. Mit der Axt nochmal. Okay. Dann mache ich nämlich gleich mal ein bisschen Cementing Paste. Hast du geguckt, Martin, was die Granaten kosten? 2 Metall. Ja, ja, guck mal da. Den Rest können wir alles so fahren. Wir brauchen nur Metall. Die Spitzhacken sind schon da. Was? 2 erstmal. Ach. Sag mal Bescheid, wenn eine über ist. Ja, ist über. So. Cementing Paste crafted auch erstmal. Also die 4 hier sind Narcotics. Bisschen viel. Aber ist nicht schlimm. Wie gesagt, die Ordnung hält eh nie einer ein. Einer hat noch keine Rüstung an. Ich. Ich habe auch nur die Hälfte an. Ich auch. Gibt's schon Chitin-Rüstung? Jo. Ja, das muss ich. Jo, soll eigentlich für jeden was da sein. Na, da. Ah, ich mach mal den anderen voll hier. Achso, da hast du jetzt Dings reingepackt. Na, jetzt kannst du loslegen. Mit Tame. Na, was nehmen wir denn jetzt zum Zähmen? Wieder Parasaurus oder Mammuts? Mama Mammuts. Hat man noch nicht. Mammut-Taktik. Stein dann immer an die Smithy, ne? So. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen Metall. Ey, die sind alle noch nicht befüllt hier. Da schleift. Jo, bin grad dabei noch. Haben wir Feuer schon? Ich glaube nicht, ne. Brauchen wir Feuer? Granaten brauchen wir gar keine Charcoal. Ich brauche aber. Können wir schon Granaten machen? Ja. Weil ich muss ja das Mammut da aufspringen. Weapons, Explosive. Okay, ich brauche, glaube ich, wie viel brauche ich? 2, 3? Gunpowder brauche ich. Ja, ich sammle schon. Okay. Aber macht euch jetzt erstmal Rüstung und Pikes mehr, falls sie jetzt kommen. Weapons, Melee. Für Pike fehlt noch Metall, okay. Und ich brauche. Ja, ich sammle jetzt auch erstmal Metall mit. Also, ich habe schon eine Pike. Gunpowder habe ich dir reingelegt. Für Granaten. Okay, Plosive, Granaten. Ich nehme mir mal 3 mit, das dürfte reichen. Ich habe noch nicht mal einen Bogen. Ja, lass doch gleich durchcraften. So. Kann ich mir die Pike nehmen? Ja. Danke.
Granaten habe ich 3, alles klar. Und Fleisch habe ich mit. Ach ne, die brauchen ja Bären, habe ich ja auch mit. Was brauche ich noch? Ich habe es vergessen. Nichts. Doch, einen Bogen, logischerweise. Nehme ich Bogen oder Armbrust? Armbrust, mach dir lieber eine Armbrust. Spart Pfeile. Halt. Wo waren die drin? Ich bin gerade ein bisschen... Ich crafte gerade mal Pfeile, ich hab die Mets gerade über. Yep. Haben wir noch Metall? Irgendwo? Fertig? Ja, warte, ich leg in die Smithy ran. Ich kümmere mich mal um Holz. So, da sind noch Helme drin, Chitinhelme. Ich habe ein bisschen zu viel gecraftet, wir können uns dann auch 2 Rüstungssets mitnehmen. Ich habe noch nie gehabt, dass Holz in das Smithy fehlt. So, ab zum Holz. Wappens. Okay, Armbrust crafted. Dann noch ein paar Pfeile. Ja, warte. Hau ich dir in die Smithy. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht umfall. Na, komm, nimm. Kann ich die nicht nehmen? Ich hab dir gerade 97 reingepackt. Jo, danke. Ne, ich meine, die Armbrust konnte ich irgendwie nicht nehmen. So. Guti. Dann Narkotik. Ich schlau mir mal eine Pike zusammen, ja. Jupp. Jeder schon mal eine Pike hat. Hab ich immer schnell gemacht. Brauchen wir auch Poison-Granaten? Ist immer so zwiespaltig, ob man die braucht. Jetzt dürfen die nicht kommen, ich bin voll am Craften. Okay, in der Zeit könnte ich eigentlich mal noch ein bisschen... Was brauchen wir noch? Was sind gerade wichtig? Metall? Holz? Holz mal für die Smithies? Ja, habe ich gerade. Ich habe gerade nochmal 4 Pikes gemacht. Warum? Haben die? Wir haben doch schon alle, oder? Na. Nein. Ich ja. Ich auch. Nicht. Ja. Brech die anderen mal ab. Hab ich. Eine ist noch drin. Hätte ich mir aber noch einen Punkt auf Crafting Speed gegeben. Pfeile, die brauchen voll lange. Der bringt's dann. Oh, ja, die Pfeile brauchen so lange. Immer ein bisschen die Augen offen halten. Ja. Einer könnte sich jetzt auf die Metallwände noch spezialisieren. Wer macht das? Ja, wie gesagt, wir machen aber erstmal was. Das können wir nachher am Ende machen. Das ist ja, wegen dem Dodo, wa? Ja, in den Dodo können wir ja schon mal einen Stein einbauen. Jo, bin ich gerade dran. Einfach in die Mitte oder so. Ja. Bau doch einfach 3 kleine Häuschen oder so. Hauptsache, die stehen nicht im Weg. Dann müssen sie alle 3 aufspringen. Eigentlich nicht, eigentlich braucht man nur hören, wo er rumgrott. So, ja, ich glaub, in der Eile achtet man nicht drauf. Na, glaube ich auch nicht. Stellen wir überall einen Fake-Generator rein. Der übertönt den Dodo. Na, ich glaube, der übertönt den echt nicht. T-Rex könnten wir machen, müssen wir aber nicht. Oh, zu kurz. Verdammt. Na doch, hat noch Schaden angerichtet. Ich glaube, brauchen nur 2. Das fliegt ja durch. Scheiße, jetzt habe ich das Mammut natürlich verletzt. Sorry, Mammut. Oh, ich muss das erst weglocken. Stimmt, das war ja so. Bei den Mammuts ist echt mies, wenn du die zähmst. Und dann spawnt gleich das nächste nach, wenn eins... Sobald sich eins ein Millimeter bewegt hat, dann hast du 2 an der Backe, wenn du die nicht erst wegziehst. So. Ultimate Crossman, ich mach schon die erste Shot dran, ne? Okay. Ja, ich glaube, das geht halt auch ein bisschen schneller. Hoppala. Nicht zur Base, ne? Naja. Die haben nur das Holz geworden. Was rennt jetzt schon weg? Ah, es liegt schon. Dürfte kein hohes Level haben. Level 10. Naja, Mammut ist Mammut. Ja, komm hier. Okay, dann gleich das nächste.
Komm, ich lock jetzt mal zwei an. Weil die sind auch relativ schnell, muss man schon sagen. Also wenn man zielt und läuft, dann wird man die nicht los. Vielleicht einer noch ein Lagerfeuer machen, dass wir gebratenes Fleisch haben. Okay, eins rennt schon weg. Ja, kann ich gleich machen. Okay, eins liegt. Und eins ist schon fertig. Ui, das hält viel aus hier. Brauchen ja doch nicht so viel. Klar, ein bisschen mehr als Parasaurus, aber... Okay, es rennt weg. Ich glaube, einer reicht noch. So. Komm her. Level auch 10. Sag mal, spawnen nur 10er. Toll. So, Campfire ist im Craft. 22, immerhin. Habt ihr das Mammut? Ah, das folgt Fabi deswegen. Ja, irgendwie. Alter, ist das schnell. Ich setz das links in die Smith für das Campfire, okay? Ja. Die Wut dran. Okay, komm mal her. Dich machen wir schön wieder auf aggressiv. Ist das auf aggressiv? Ja. Kannst gleich da stehen bleiben. Ich glaube, da folgt wieder ein Mammut irgendjemand von euch. Martin. Steht's auf einmal an der Base. Ey, du solltest nur 3 Häuschen bauen oder so. Egal, alles Ablenkung. Hab ich mich jetzt verzählt? den T-Rex dann auch noch holen. Der war relativ schnell. Der war relativ schnell down. Braucht jeder eine Longneck oder nur 2, 3? Also ich brauch keine. Schieß lieber aus der Ferne. Ich schieß lieber von nahen. Hey. Bisschen aufpassen, dass das Mammut nicht angreift. Oh, ich habe gar keine Bären. Na, muss ich nochmal schnell zurück. Noch eins rennt schon weg. Brauchen wir auch nicht, weil die eh schnell tot sein werden, oder? Die schnell tot sind. Es sind ja nur 4 Spieler. Mehr 20 Schuss braucht, glaube ich, keiner. Ah, verdammt, es greift an. Bleib stehen. Nein, passiv. Ah, scheiße, nur ein Schuss zu viel. Egal. Lass es in Ruhe. So, einer kann sich schon eine Shotgun rausnehmen. Komm mal 10 Schuss. Das mit dem... Mit dem Dinos auf aggressiv, wenn man gerade am Zähmen ist, ist doch nicht so vorteilhaft. Die gehen gleich drauf los. Wie schnell so ein Mammut ist. Andere Richtung lenken. Also ziehen. Wie schnell das Mammut einfach war, voll krass. Was haben wir hier? Level 2, ey, ernsthaft? Irgendwas stimmt da mit den Level nicht. Man könnte die natürlich auch direkt an die Mauer stellen. Wer nichts zu tun hat, kann auch noch mehr Forges bauen. Je schneller wir mehr Metall haben, desto eher können wir los. Ja. Jo, dann baue ich schon mal welche. Hier mal die Shotgun rausgenommen. Nö. Gut. Obwohl, doch, komm mit. Du kommst mit. Wollen wir dann noch auf Flak gehen oder nicht? Ja, würde ich sagen. Fall. Gut. Gut, dann Flak und Chitin als Ersatz mit, ne? No. So, hier mal die stehen. Ich mache euch mal jetzt alle passiv.
Das nächste Abballer.